Hallo, mein lieber Schütze, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Schütze. Lieber Schütze, heute schauen wir uns die Energien an für den Monat März. Wir schauen uns dein Hauptthema an, dein Hindernis im März. Das heißt, was für ein Hindernis begegnest du? Was darfst du so ein bisschen auflösen? Was kommt auf dich zu? Der Rat der Karten und wie immer dein Schattenthema im März. Lieber Schütze, diese Legung ist wirklich für alle, die so ein bisschen diese Schütze-Energie leben. Das heißt, du musst nicht zwingend Schütze als Sternzeichen haben. Du kannst auch andere Platzierungen im Sternzeichen im Schützen haben, wie zum Beispiel Mond oder Venus oder als Aszendenten. Es ist einfach wichtig, dass du dich mit dieser Energie identifizierst, dass du diese Energie auch fühlst. Oder wie zum Beispiel, ich bin jetzt persönlich Sternzeichen Wassermann, ich habe aber ganz starke Schütze-Platzierungen. Also bei mir ist Schütze-Energie ganz stark vorhanden. Darum kann ich mich auch selbst mit der Schütze-Energie identifizieren. Darum ganz, ganz wichtig, denk aber auch daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Nimm nur das für dich, was zu dir gehört. Denk auch daran, dass gewisse Nachrichten auch gespiegelt sein können. Das heißt, dass dich das vielleicht dein Gegenüber betrifft. Aber du entscheidest, was du annimmst und was eben nicht. Alle Informationen zu persönlichen Legungen findest du unten in der Infobox. Dort findest du auch noch die Verlinkung zu meinem Instagram-Kanal. Darfst du gerne mal reinschauen, mir auch da folgen, wenn du magst. Dort teile ich vor allem auch astrologische Themen und auch spirituelle Themen natürlich. Und ja, veröffentliche einfach regelmäßig Beiträge dort. Ja, lieber Schütze, dann würde ich sagen, starten wir doch dein Monat März. Lieber Schütze, was musst du wissen, was musst du hören, was ist wichtig für dich? Und da haben wir schon das Stopp. Löse dich vom Alten. Löse dich von alten Mustern, von alten Glaubenssätzen, von Menschen, die dich zurückhalten, von Menschen, die dich vielleicht auch nicht freigeben, die dich einschränken, die vielleicht deine Flügel auch stutzen. Thema Loslassen, Thema Aufräumen, habe ich das Gefühl, wird im März ganz starkes Thema. Vielleicht auch, dass du die Arbeit loslässt, wenn du merkst, dass es dich schon länger nicht mehr erfüllt und dass du nicht einfach nur immer hoffst und hoffst und hoffst und es passiert aber nichts, sondern dass du selber ins Tun rübergehst, also wirklich das Thema Augen öffnen, Thema Akzeptanz und Loslassen. Schauen wir mal, lieber Schütze, dein Hauptthema im März. Was begleitet dich? Der Herrscher, vielleicht Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit. Was so ein bisschen dein Thema ist, wird es im März nochmals ganz, ganz stark präsent. Und es kann sein, vor allem mit dem Thema Loslassen, dass du in diesem Bereich vielleicht irgendetwas loslassen musst oder dass etwas vielleicht nicht zu deiner Strategie oder zu deinem Ich passt. Es kann auch sein, dass vielleicht gewisse Dinge anders priorisiert werden müssen oder der Herrscher erschafft sich sein Reich, der hat die Fäden seines Lebens in den Händen und der Herrscher, da geht es auch noch um das Thema Augenhöhe, Thema Selbstbewusstsein. Und der Herrscher im Licht gelebt, der dient der Gesellschaft. Das heißt jetzt nicht so als Diener, aber der tut etwas für die Gesellschaft auch. Also der denkt nicht nur an sich, sondern er sieht das große Ganze, er sieht das große Bild. Und es kann sein, dass das eben dein Thema ist oder dass du einem Herrscher begegnest, dass du hier einen Mentor bekommst, bei der Arbeit oder in der Liebe, dass hier eine Person, die sehr stark im Unternehmen, also unternehmerisches Denken hat oder stark das Thema Beruf hat, Thema wird. Falls hier eine so eine Person kommt, die sehr erfolgreich ist und du bist auf der Suche nach Liebe, ganz, ganz wichtig, der Herrscher möchte jemand auf Augenhöhe. Mach dich nie klein beim Herrscher, sondern Augenhöhe. Einfach dran denken. Achter Stäbe könntest du noch eine Nachricht bekommen, die etwas voranschreitet, eine Information.
Schauen wir mal, der Herrscher könnte von diesem Herrscher sein. Oder zum Thema Unternehmertum. 10. Kelche. Es geht um das Thema Erfolg. Du möchtest erfolgreich sein. Entschuldigt, ich bin immer noch so erkältet irgendwie, mein Husten. Ja, aber egal, es wird besser. Ja, wo waren wir? Thema Erfolg liegt da und auch Chance für Erfolg. Und ich sehe auch für diejenigen, die auf der Suche nach Liebe sind, lieber Schütze, hier könnte Liebe kommen. Hier könnte jemand kommen und dir den Kelch der Liebe überbringen. Also ich sehe hier eine Person, großes Potenzial. Auch im Beruf Chance für Erfolg, vielleicht sogar für neue Anstellung, vielleicht auch Thema Beförderung. Schauen wir mal weiter, lieber Schütze. Also wir haben hier stark Witterenergie. Hier haben wir Fischenergie. 7 der Schwerter. Das Schicksalsrad seiner Seele zuhören, seiner Seele folgen. Also hier kommen wichtige Begegnungen oder Erkenntnisse, schicksalshafte Begegnungen. Ich sehe hier aber auch mit dem Mond, was haben wir hier? 7 der Schwerter und die Welt. Interessant. Ich habe gerade vorher noch das, also ich habe Steinbock, Wassermann, Fischelegungen gemacht und dort habe ich schon gesagt, Monat März ist irgendwie auch der Monat des Neides. Also im Monat März sind unglaublich viele Menschen neidisch. Also sehr viele werden Mangelenergie fühlen. Lügen werden offenbart. Menschen mit Masken werden aufgezeigt. Und ich sehe es auch bei dir mit 7 der Schwerter und der Mond. Du könntest ein Geheimnis erfahren, etwas, was vielleicht nicht so schön ist. Vielleicht auch eine Lüge. Vielleicht wirst du informiert bezüglich eines Betruges oder etwas, was nicht ganz ehrlich handgehabt wird, wird versprochen oder ein Versprechen wird nicht eingehalten. Und ich sehe, dass das im März offenbart wird. Also hier könntest du wirklich eine Information erfahren, die vielleicht nicht so schön ist, die dir aber etwas bestätigt, was du loslassen darfst. Ich sehe aber auch mit Königin der Kelche, Wasserenergie und die Welt, dass da irgendein Gefühl, eine Intuition stark bestätigt wird. Also es wird dich nicht überraschen eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist. Es kann sein, dass dir vielleicht ein Arbeitgeber schon länger etwas versprochen hat und jetzt wird es nicht eingehalten, was auch immer, oder eine nahestehende Person ist nicht ganz ehrlich oder hält etwas zurück oder sagt dir etwas nicht. Es muss ja nicht eine bewusste Lüge sein, kann auch sein, dass man dir einfach eine Information vorenthält. Aber du wirst eigentlich nicht ganz so fest überrascht sein, weil du hast es gefühlt. Du fühlst, dass da was fehlt oder dass da was nicht ganz sauber läuft. Oder dass man dir etwas nicht sagt oder zeigt. Also lieber Schütze, wenn du das Gefühl hast, eine Person lügt oder sie hat irgendein Geheimnis oder sie sagt dir was nicht, dann wird es so sein. Starke Intuition, sie wird dich nicht täuschen. Sie sagt dir ganz genau, was Sache ist. Ich sehe auch, dass du im richtigen Moment am richtigen Ort bist und im richtigen Moment die richtigen Fragen stellst und die richtigen Antworten erhältst. Sei das vom Universum oder von Menschen. Ich sehe, dass durch diese Erkenntnis weißt du, was du loslassen sollst und kannst du einen Kreislauf schließen. Es kann auch sein, dass das Menschen sind, die auch ein Stück vom Kuchen haben wollen, vor allem wenn du unternehmerisch tätig bist, dass du da ein bisschen Acht gibst. Könnten auch Menschen sein, die sich spirituell geben, aber es ist halt mehr Fassade. Es ist doch noch diese 7 der Schwerter-Energie da. Da einfach ein bisschen auf dich Acht geben und auf dein Gefühl vertrauen. Und ich sehe auch, falls du im März verreisen solltest, dass diese Reise, falls du wirklich ins Ausland gehen solltest, dass diese Reise dich auch ein Stück
näher zu etwas bringt, vielleicht sogar Thema spirituelles Erwachen. Hier könnte eben auch ein Wasserzeichen, vielleicht hat das Wasserzeichen eine andere Nationalität, aber könnte dann auch noch sehr wichtig sein für dich. Also ich sehe einfach, dass im März sich etwas bestätigt, offenbart, ein Geheimnis, was du schon vermutet hast und dadurch sich endlich ein Kreislauf schließen kann und ein neuer wird eröffnet, weil sich eben etwas bestätigt hat. Aber schauen wir mal mit den kleinen Karten, warum der Mond. Ja, ich glaube, so ein bisschen, vielleicht wiederholt sich auch etwas aus der Vergangenheit. Könnte eine Dreiecksgeschichte sein, Thema Affäre, muss aber nicht. Einfach diese Drittenergie, das ist das, was hervorkommt aus der Dunkelheit, die offenbart wird. Falls du mit jemandem zusammen bist und diese Person war schon in der Vergangenheit mehrmals untreu, kann es sein, dass es wirklich immer noch da liegt, das Thema. Muss nicht sein, jetzt nicht Teufel an die Wand malen. Weil denk daran, es ist eine allgemeine Legung. Also. Aber ich denke, du wirst es fühlen, was es ist. Das ist nämlich schon etwas, was du eigentlich schon weißt, was du vermutest. Sieben der Schwerter. Ja. Irgendetwas, was du gehofft hast, das nicht eintritt, vielleicht etwas, was schon in der Vergangenheit passiert ist, muss nicht unbedingt mit diesem Partner sein oder mit diesem Arbeitgeber. Vielleicht ist das auch schon mit einem anderen Partner passiert oder mit einem anderen Arbeitgeber, aber irgendetwas, vielleicht nicht genau eins zu eins wiederholt sich, aber etwas aus der Vergangenheit kommt nochmals oder etwas Ähnliches, aber du weißt es eben schon. Aber es ist, glaube ich, nicht mal so schlecht. Ich habe das Gefühl, es ist gut, weil dann hast du die Bestätigung und kannst loslassen, sonst hältst du wie noch an diese Vorstellung fest und kannst nicht vorwärts gehen. Also es ist eigentlich alles gut, so wie es sein muss. Es kommt so, wie es sein muss. Königin der Kelche. Ja, tiefer Weckruf, Bestätigung für deinen neuen Weg, dass genau dieser neue Weg genau der richtige ist. Alle Zweifel lösen sich auf. Du weißt, du bist genau richtig. Die Welt. Ja, gibt dir sogar noch mehr Energie. Ich sehe hier Energie, Motivation, tiefes Vertrauen. Vertrauen, dass jetzt ein Kreislauf beendet ist, weil du etwas verstanden hast und so ein Energieschub kommt. Ich glaube, du vertraust dir selbst. Tiefes, tiefes Vertrauen zu dir selbst und du erzwingst nichts mehr. Weil du siehst genau, wo die Richtung ist. Also März hast du ganz starke Erkenntnisse, lieber Schütze. Also sehr gut. Schauen wir uns noch dein Hindernis an. Was ist denn dein Hindernis im März? Der hohe Priester, Thema tiefes Wissen erlangen, Thema Verbindlichkeit, vielleicht Angst vor Verbindungen, Angst vor Tiefe, dass da vielleicht noch eine Hemmung liegt. Vielleicht eine Hemmung, weil du eben etwas fühlst, was du noch nicht greifen kannst, eine Hemmung, vielleicht Angst, dass du nicht gut genug bist für diese Tiefe, für dieser, oder der Hohepriester ist auch wie ein Lehrer, der lehrt andere, der zeigt sein Wissen. Und vielleicht hier noch ein bisschen eine Hemmung, selbstbewusst in die Tiefe zu gehen und auch die Tiefe anderen zu zeigen, dass du es kannst. Wie viele Menschen haben verborgenes Wissen, aber leben es nicht? Hier eventuell noch das Thema Heiraten, Thema Verlobung oder Beziehung, dass vielleicht jemand schon in einer Beziehung ist oder noch. Und das als Hindernis wahrgenommen wird. Muss aber nicht für alle. Was ist denn der Rat? Was ist der Rat der Karten? Schütze? Ui. Nehmen wir nicht. Also sicher mal Thema Geduld, weil die Herrscherin kam. Ich weiß, das hören ganz viele nicht gerne. Entschuldigt, zwei der Stäbe.
als Rat, die Entscheidung wird kommen, aber erzwinge sie nicht. Sie kommt, wenn sie kommen muss. Also diese Erkenntnis für das Thema Loslassen wird kommen, wenn es kommen muss. Also mach dir da keine Sorgen, der Zeitpunkt kommt. Irgendein Zeitpunkt kommt, aber vielleicht noch nicht jetzt sofort. Erzwinge den Zeitpunkt nicht. Das ist der Rat der Karten. Das ist dein Rat, lieber Schütze. Was liegt im Schatten, was ist dir nicht bewusst? Der Teufel, vor allem im Bereich Liebe, gibt da Acht, wenn es sich nur um das Thema Sexualität dreht. Dann fehlt eben diese Tiefe, dann haben wir eben das Hindernis, die fehlende Tiefe, diese Seelentiefe. Das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, weil du so stark im Feuer bist, da ein bisschen Acht geben, dass, vor allem wenn du dich nach Liebe sehnst, dass es nicht so sehr nur in das Körperliche rutscht. Weil hier sexuelles, körperliche Verlangen sehr stark, vielleicht fast schon zu stark, dass diese Energie zu dominant ist und das einem nicht bewusst ist. Im Schatten generell, der Teufel deutet auch auf das Thema Verbissenheit hin. Ziehen und zerren, etwas erzwingen wollen. Da nicht ziehen und zerren. Also frag dich immer, fühlt es sich jetzt an, als würdest du an einem unsichtbaren Seil ziehen und machen und tun? Wenn ja, dann weißt du, du erzwingst etwas. Versuch das Seil loszulassen, dieses unsichtbare energetische Seil, dass es fließen darf wie ein Fluss. Auch Ass der Stäbe im Schatten, also hier könnte eine gewaltige Chance kommen für Thema Kreativität, Kunst, Schöpferkraft sein, Inneres nach außen bringen. Aber es liegt im Schatten. Die Frage ist, warum liegt es im Schatten? Weil es sich dir noch nicht offenbart hat? Oder weil du vielleicht zu wenig an diese Fähigkeiten glaubst, dass du es gar nicht siehst, dass du es nicht fassen kannst. Also hier könnte eventuell auch das Thema Kunst, natürlich nicht bei allen, aber das Thema Kunst oder Kreativität im Schatten liegen, was viel mehr gelebt werden möchte. Typisches Zeichen ist Hals, Halschakra, Blockaden, Sakralchakra, das zeigt sich eben beim Thema Sexualität, also wirklich gar keine Lust auf Sexualität oder übertriebene Lust, also wirklich diese zwei Extremen. Und Thema Halsschmerzen, immer trockener Hals, Rachenentzündung, Mandelentzündung, Halsweh. Das ist oft ein Zeichen, dass, also diese Dinge sind Zeichen, dass diese Kreativität, diese Schöpferkraft, das Thema Kunst nicht gelebt wird. Aber dass diese Energie im Körper ist und eben gelebt werden möchte. Ganz, ganz wichtig, das ist jetzt einfach die spirituelle Sicht. Falls du natürlich etwas hast, dann immer Arzt gehen. Oder ich bin jetzt kein Mediziner, ich spreche nur aus der energetischen Sicht. Ja, das waren die Karten, lieber Schütze. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.